Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play X Rebirth 3.1 Teladi Outpost Folge 1 nach unserem gescheiterten Carper-Experiment, die Carper-Capriole. Ja, da habe ich mich ziemlich geärgert und aufgeregt. Im Nachgang da drüben ist er auch schon, dieser blöde Marodeur. Da muss ich sagen, sorry, also das ging gar nicht. Ja, ich habe mir erlaubt, den Spielstand eine Folge zuvor nochmal zu laden, weil ich das einfach nicht eingesehen habe. Da könnt ihr mich jetzt hassen für, aber das, also da muss ich sagen, sorry. Nee, das ist nicht. Ich lasse mir hier nicht meinen 5-Sterne-Marine-Offizier plus 50 Marines, quasi verrauchen mit dieser Mühle hier. Wir haben den ja auf 2% Hülle runtergeschossen. Der hatte nichts mehr, keine Anbauten mehr, kein gar nichts. Und dann schafft's meine Gurkentruppe nicht, den Kahn hier zu übernehmen. Also was muss ich noch machen, um so einen Eimer zu entern? Also das, das kann machen, wer will. Ich mache das sicher nicht. Dieses Spielchen. Ich habe mich, weiß Gott, schon genug mit diversen Bugs und Merkwürdigkeiten abgefunden hier. Da habe ich auch kein Hehl draus gemacht, dass ich einiges einfach geschluckt habe, dass ich gesagt habe, okay, gut, ist halt so, ne? Wenn ihr schon länger zuschaut, wisst ihr das auch. Also ich bin keiner, der wegen jedem Scheiß neu lädt, einen Spielstand. Sondern ich gebe der Sache in der Regel schon eine Chance, aber das war mir jetzt einfach too much. Also da ist mir die Zeit, die ich da investiere, einfach zu schade. Da habe ich mir erlaubt, den Spielstand nochmal neu zu laden. So, was haben wir hier? Ein paar Xenon. Mein Gott, wo kommen die alle her? Wo kommen die denn bitte alle her? Da hinten muss irgendwas sein, wenn da so viele Xenon sind. Bin ich gespannt, was rauskommt hier bei der Erkundung. Oh, Schilde kritisch. Ja klar, wenn ich da natürlich jetzt groß rumbooste. Ist kein Wunder, dass die Schilde kritisch sind. So, der ist schon mal weg. Metallschrott haben wir gefunden. Welch Segen, welch Glück. So, da ist der nächste Xenon 12 Kilometer weg. Jetzt warte ich kurz, bis die Schilde regenerieren. Das ist eine ganze Staffel davon, das sind mehrere. Ja, das sind mehrere Xenon. Wir sind immer noch im leeren Raum in der Zone. Bin ja mal gespannt, was es hier geben soll. Greife Albions Gang an. So die Mission der Xenon. Okay. Dann nehmen wir den mal zuerst. Der greift uns irgendwie nicht an, sondern der fliegt an uns vorbei. Das ist ja witzig. Du bist ja ein lustiger Xenon. Hat aber sogar was dabei für uns. Nochmal Metallschrott. Super, warum haben die alle... Warum haben die alle Metallschrott dabei? Aber schießt von denen keiner auf uns? Greife Albions Gang an, ja? Und das macht er im Schlafmodus, oder? Ist auf Autopilot, gerade ausfliegen. Schwierig. Tja. Was haben wir hier? Waffenschnittstellen, Chips. Ja, nur ein bisschen was zumindest. So, und der dritte. Haben wir noch einen dritten gesehen und da drüben, ne? Hab ich doch gedacht. Ah, ich hab noch einen gesehen. Der patrouilliert nur. Ach, das stört ihn gar nicht, dass wir hier seine Kumpels quasi aus dem Schiff gekallt haben. So, wo ist er jetzt? Jetzt ist er verschwunden. Der war doch gerade noch hier. Hat denn jemand abgeknallt oder was? Stille Nacht. Da ist doch niemand. Was? Stille Nacht? Stille Nacht? Stille Nacht. Ah ja. Lustiger Name. Stille Nacht, heilige Nacht. Ist vorbei. Weihnachten ist gerade durch. Was ist das hier? Sprungtor 70 Kilometer. Moment mal. Das... Dieses Sprungtor. Das Sprungtor nach Omikron Lyri war aber in einem anderen Sektor. Also nicht hier in Vipernschleier. Wo geht denn dieses Sprungtor bitte hin? Geht das nach die Vries? Schauen wir mal kurz auf die Map. Galaxie Map. So, dieses Sprungtor nach Omikron Lyri haben wir erkannt. Vielleicht gibt es hier noch eins nach die Vries, wäre möglich. Schauen wir es uns an. Wir düsen einfach mal hin. Das finde ich jetzt witzig. Das finde ich jetzt witzig. Stille Nacht. Was für ein Name. So. Das sieht mir aber inaktiv aus. Ich sehe hier kein Leuchten und nix. Das sieht für mich inaktiv aus. Dieses Sprungtor. Ja, und wenn ich es anklicke, steht es auch nicht dran, wo es hingeht. Das ist inaktiv. Das sieht genauso aus wie damals bei X-Rebirth 1.x. Dieses Sprungtor, was per heute jetzt hierher führt, in den Teladi-Raum.
Aber was damals inaktiv war, zu Zeiten, wo wir das Kampagnen-Let's Play gemacht haben, da sah das genauso aus. Hier war kein Leuchten und kein gar nichts. Also dieses Sprungtor ist inaktiv. Das heißt, da kann ich durchfliegen und es passiert rein überhaupt nichts. Okay. Tja, Freunde, Spekulation. Wofür ist dieses Sprungtor? Wofür ist dieses Sprungtor? Zone Stille Nacht. Das Kartell hat hier die Hoheit. Unbekanntes System. Sprungtor. Ja, Stille Nacht. Funktioniert es nur an Weihnachten, oder wie? Hätte ich da an Weihnachten durchspringen müssen? Dann wäre ich wahrscheinlich bin in der Krippe rausgekommen. Hätte einen Weihnachtsbaum gesehen, ein paar Geschenke. Naja, okay, jetzt wird's dann... jetzt wird's dann lächerlich. Nee, aber, also, sorry. Finde ich lustig. Vielleicht ein weiteres Tor für einen zukünftigen DLC. Dann 2015, nicht 2015, sondern 2016 vermutlich dann. Aber gut. Ja, auch schön. Also hätten wir schon mal was gefunden. Dann, halt, was ist da drüben? Was versteckt sich da auf dem Radar? Was ist das? Hier muss es irgendwas geben. Schauen wir mal kurz. Da muss es irgendwas geben. Stille Nacht. Zone. Da ist eine Station. Genau. Vermutlich vom Kartell. Ah ja. Also, dann schauen wir uns den Eimer auch noch an. Bisschen Exploration. In der heutigen Folge. Aber dann können wir eigentlich, wenn wir schon Exploration machen, können wir auch unseren Schatzsucherscanner aktivieren. Ich habe nichts gehört. Nein, da gibt's gar nichts. Schade. Ich hab schon gedacht, ich finde hier irgendwas Hübsches. So, wir burnen weiter in die Richtung. Fliegen in den Nebel des Todes. Nein, also hier scheint es definitiv nichts zu geben für uns. Nur schön. Sag mal, wie weit ist denn das weg? Ich sehe die Station auf dem Radar, aber ich komme irgendwie nicht näher. Wie weit ist das bitte schön weg? So, dann muss ich wieder halten. Nee, Schmarrn, was mache ich denn? Kann ich meine Schilddrohne wiederholen? Ja, was ist denn jetzt? In die Richtung will ich. Nee, also ich kann hier die... Ich kann die, den, das Radar auch nicht zoomen. Das geht leider nicht. Das wäre noch lustig, wenn man das Radar zoomen könnte. Aber funktioniert nicht. So. Wann kommt jetzt diese blöde Station? Jetzt ist sie weg. Nanu, wieso ist sie jetzt weg? Spinnt mein Radar? Ich glaub's ja nicht, oder? Bin ich vorbei? Hallo? Da. Jetzt glaub ich's. Also, jetzt glaub ich's dann. 57 Kilometer. Ich habe gedacht, das ist da ewig weit weg. Das kann doch nicht sein. Da war doch die Station gerade. Hilfe. Erreiche Stille Nacht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo ist hier eine Station? Wo ist hier eine Station? Ich sehe nichts. Oben in den Felsbrocken? Nö, doch gut ist auch nicht, oder? Jetzt glaube ich es dann echt. Halt, da war wieder was. Da war irgendwas, oder? Da. Irgendwo da oben. Ich weiß nicht, ob es... Na, man sieht es wahrscheinlich im Video nicht so gut. Hier. Ach Gott, dieses Radar. Moment, Moment, hab's gleich. So. Hier ist ganz leicht blau. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen. Ah, hier sieht man es doch. Jetzt, wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann wird es kurz weiß. Da will ich hin. Dann muss das hier oben irgendwo sein. Dann muss das irgendwo hier oben sein. Dann hat mich das Radar aber ganz schön verarscht. Wo ist diese Station? Da, da ist sie, mein Gott. Wo ist die Station, genau? Wenn die ganze Zeit bloß aufs Radar schielen, dann ist kein Wunder, dass man nichts sieht.
Vor lauter Blindsein. So, da hätten wir sie. Das Kartell. War das... Nee, das kann nicht sein. War das vielleicht der Grund, warum wir Ansehen bei Kartell verloren haben beim letzten Mal? Wobei, wir haben doch hier geplündert. Das war nicht in der gleichen... Das war nicht in der gleichen Zone. Wir haben ja nochmal aufs Radar geschaut. Das kann eigentlich nicht sein. Also das kann nicht der Grund sein. Komisch. Naja. Schauen wir uns das Ding an. Mal kurz freischalten hier, den ganzen Blödsinn. Hier gibt es wieder jede Menge Missionssymbole hier, wa? Schatzsuche, Antriebe. 3,8 Millionen. Ja, das mit dem Antrieb, hm. Alles so eine Sache, ne? Was haben wir hier? Schildgeneratoren, 13 Millionen. Ja, die Mission haben wir auch schon mal gesehen, allerdings im anderen Sektor. Also offenbar sind die nicht Teladi-Raum oder fix diese Missionsspot mit diesem besonderen Schatz suchen, sondern die kann man wohl überall finden. Ich habe meine Fahrt verpasst. Okay, Transportmission. Kraftfeldprojektor, nee, das brauchen wir nicht. Stationsadmin. Hm. So, aber so wirklich berauschend ist diese Station jetzt auch nicht, oder? Braucht ihr irgendwas? Was habt ihr für Handelsangebote? Unbekannte Ware, ah ja. Hm. Na gut. Muss ich nicht verstehen. Aber ist, glaube ich, jetzt nicht auch wirklich wild, oder? Dieses blöde Ding hier. Mich würde viel mehr interessieren, diese stille Nachtgedönse. Das hätte mich jetzt viel mehr interessiert. Also dieses Sprungtor. So, hier ist die 3. 1, 3, 4, 5, 6. Dann muss die 2 irgendwo hier sein, schätze ich mal. Vielleicht finden wir die noch. Bloß ich habe halt wieder keine Lust, in diesen Nebel zu fliegen, ne? Das ist wieder so... Dann geht mir bloß das Schiff wieder kaputt. Aber ich fürchte, ich muss dahin fliegen, wenn ich was rausfinden will. Ich fürchte, das muss ich machen, ja. Also ich... Ja, einen Ticken noch. Also ich nutze jetzt die Karte ein bisschen zur Orientierung. Zur Ausrüstung. Ich düse jetzt einfach mal in die Richtung. Wird schon passen. Wir werden es merken. Wenn wir Schaden kriegen, dann wissen wir, okay, war vielleicht eine blöde Idee. Was ist das da drüben? Was ist... Das ist aber nicht die Station, wo wir gerade waren, ne? Nee. Okay. Da, in die Richtung müsste ich, damit ich es auf dem Radar kriege. Das, was soll da sein? Ich fliege einfach mal hin, aber... Also das mit dem Radar, das ist noch eine Wissenschaft für sich, glaube ich. So, irgendwo hier in die Richtung. Ist jetzt natürlich für euch auch alles andere als spannend, kann ich auch verstehen. Schau nochmal in die... Verschlag? Nee, das ist definitiv woanders. Das muss doch eine neue Zone dann sein, wenn ich in die Richtung weiterfliege hier. Das ist genau in meine Flugrichtung. Das muss eine neue Zone sein. Leerer Raum, jetzt ist es wieder weg. Also... Ja. Schwierig, Freunde, schwierig. Ich meine, das kann es nicht sein, das ist viel zu weit weg. Das kann es nicht sein. Ja. Es gestaltet sich als äußerst zäh. Ich düse jetzt einfach mal in die Richtung in der Hoffnung, dass wir nicht wieder in so ein Gebiet fliegen, wo wir nicht rein dürfen, weil unser Schiff Schaden nimmt. Hier sehen wir schon wieder diese komischen Kristalle, die uns Schaden machen, wenn wir da reinfliegen, die uns Schild kosten und dann geht's auf die Hülle. Da ist es wieder auf dem Radar. Was ist es? Was zum Teufel ist es? So, Schilddrohne, booste mich mal bitte. So, jetzt sind wir nah dran. Jetzt wird es ziemlich groß auf dem Radar. Was ist das? Wir müssen es eigentlich schon sehen. Ich sehe nichts.
Ich sehe nichts. Was soll hier sein? Was soll hier sein? Jetzt ist es wieder weg. Ich drehe noch am Rad mit dem scheiß Radar. Das kann doch nicht sein. Hier ist... Au! Ja, so... Lol. Ja, klar. Was war denn das hier für eine Nummer? Haben sie uns sauber verarscht, wa? Da ist nichts. Das ist eine Falle, oder was? Ja, mein Radar hilft mal wieder extrem. Oh Gott. Ah. Super. Dann versuchen wir es mal ein bisschen nach oben. Diesmal mal in luftige Höhen. Nach oben im Weltall. Das ist eine gute Positionsangabe. Ne, hier darf ich auch nicht hin. Das sind wie diese komischen Kristalle. Ach, Leute. Das ist doch zäh. Ja, klar. Danke. Freunde, das zahlt meine Versicherung nicht. Hört auf. Hört mit dem Scheiß auf. So, jetzt mal Antrieb, stopp mal. Nochmal auf die Karte gucken. Boah, was ist denn das? Letzter Ausweg. Das hat er aber nicht gesagt, ne? Xenon-Sektor, wa? Tatsächlich, Xenon. Kann ich da? Ist jetzt mal Kurs, bin ich gespannt. 80 Kilometer. Hat er mir das auf dem Radar angezeigt? Ja, okay, ich muss hier mal weggehen. Das kann nicht sein. Die hauen uns zu Klump. Diese komischen Entladungen da, diese, ich weiß nicht, sind das elektrische Ladungen oder sowas? Keine Ahnung. Was ist das hier? Der sieht ja lustig aus, der Asteroid. Oh, das ist gar kein Asteroid. Letzter Ausweg. Letzter Ausweg. Letzter Ausweg. Was ist der? Das ist die Zone hier, genau. Da ist ein Container. Nanu? Ein Container da? Fraktion neutral. Neutral. Aha. Heißt das, den können wir ändern, oder was? Das erinnert mich so ein bisschen jetzt an die Rahanas Container in Omikron Lyri, die wir abgestaubt haben. Sieht mal so aus, ne? Der bewegt sich auch nicht. Ich habe jetzt mal die Antriebe gestoppt. Der bewegt sich nicht. Nö. Und das da drüben? Was ist denn das? Das sieht ja witzig aus. Sieht mal auch wie eine kaputte Station aus oder sowas. Kann ich nicht anmarkieren. Kann ich nicht anaimen. Denkmal des Krieges. Ja, so sieht's auch irgendwie aus, ne? So sieht's mal irgendwie aus. Total zerschossen, das Ding. Respekt. Da war jemand fleißig. Gehört ein Wrack. Von der Fraktion her den Xenon zugeordnet. Da minus 28 haben wir uns schon beliebt gemacht bei den Xenon. Kein Wunder. Waren wir ja auch schon fleißig, ne? Also es sieht auf jeden Fall toll aus, dieses Wrack. Das hier sieht man wie ein Schiffswrack aus, was hier in die Station gerammt hat. Und das ist ein Fels, oder? Ja, das ist ein leerer Asteroid. Vielleicht war das irgendwie mal eine Mining-Kolonie oder sowas. Man weiß es nicht. Mahnmal des Krieges. Mhm. Also sieht toll aus. Das könnte auch ein Xenon gewesen sein hier. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem anfangen soll. Das ist vermutlich auch bloß ein... Ja, ein Ort, den man entdecken kann, aber der uns jetzt nicht allzu viel bringt. Aber man muss ja auf der anderen Seite auch mal überlegen, die Jungs... Das Ding ist ja nicht von sich aus entstanden. Die Jungs haben das ja extra geschaffen. Die Jungs von Egosoft, ne? Die haben dieses Teil ja geschaffen in der Hoffnung, dass Leute hierher fliegen, also einfach hier blöd rumfliegen, ins Nichts... ins Unbekannte und dann hier sowas finden. Von dem her finde ich so mal ganz nett eigentlich, ne? So diese Liebe zum Detail. Auch einfach mal die Leute überraschen mit irgendwas. Also das, ja. Auch wenn ich mich beim letzten Mal geärgert habe über diverse Sachen, aber gut, ich meine, ich glaube, als
X-Spieler, das habe ich ja mittlerweile gelernt, muss man Geduld haben und muss man auch mal, ja, man muss auch mal sich aufregen dürfen, ne? Man muss sich auch mal schimpfen dürfen, das muss mal drin sein. Aber trotzdem, sowas finde ich toll, wenn dann auch so an so Kleinigkeiten gedacht wird, ne? Nicht schlecht. Tolle Geschichte. So, was ist das da drüben? Das sind auch noch so ein paar Frackteile, ne? Oh, schau doch mal hier. Ein Sicherheitscontainer. Geile Geschichte. Ja komm, den nehmen wir noch mit. Das ist ja witzig. Jetzt haben wir einen Container gefunden. Und das Ganze ohne aktives Suchen. Hup, halt, Pulslaser. Ja, ich habe auch den Kommentar bekommen, nimm doch einen Bergbaulaser zum Schlösser aufschießen. Ja, Freunde, hatte ich früher den Bergbaulaser, geht jetzt nicht mehr, weil wir haben ja diesen schweren Laser jetzt an Bord. Hallo? Jetzt schießt du mal den wieder kaputt, oder? Super, jetzt zerstört er mir das blöde Ding. Ja. Weil er wieder so ungenau aimt. Okay, toller Container, danke. War vielleicht doch keine gute Idee mit dem Bergbaulaser, ne? Jetzt habe ich schon die schwächste Waffe genommen, habe wirklich direkt auf dieses Schloss geaimt und er hat trotzdem nicht genau dahin geschossen, sondern nebendran hat man den Container zerstört. Naja. Also gut, dann ist es halt so, dann kann ich es jetzt nicht ändern. Wir haben ein Mahnmal gefunden, aber hier gibt es ansonsten nichts. Gell, nicht, dass noch ein zweiter Container herum ist. Oh doch, ich höre noch irgendwas. Irgendwas war hier noch. War doch gerade so ein heller Klang. Oder war das der kaputte Container, der noch fälschlicherweise ein Echo gegeben hat? Ne, da war es schon wieder. Da ist noch was. Ach lol, das ist der tatsächlich. Okay, Freunde, Bug, Egosoft. Wie ihr seht, das ist ein Schmarrn, der Container ist zerstört. Ich glaube, da kann man das Echo wegmachen. Naja, wäre eh bloß gelb gewesen, ne? Die guten, nur ein gelber, den wir zerstört haben, gar kein Problem. Jawohl, also, haben wir wieder sehr erfolgreich gemacht, wunderbar. Setze HUD und Scanner zurück. Scanner deaktiviert. Wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. So muss es sein. So, dann hätten wir hier noch diesen Geier, diesen Containergeier, den neutralen. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir hier doch unser Glück nochmal. Schauen wir mal kurz. Enterwiderstand 35, okay. So, also dann würde ich sagen, dann probieren wir hier nochmal unser Enterglück aus. Allerdings machen wir das nicht mehr heute, Freunde, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Und ich glaube, ich muss den jetzt auch nicht wirklich zur Klump schießen. Für mich sieht es so aus, als ob das Analog X-Rebirth 2.x ein freies, ein gratis Schiff quasi im Spiel ist, das man so abstauben kann. Ich freue mich drauf, wenn wir das in der nächsten Folge machen. Sage an euch herzlichen Dank fürs Zuschauen hier bei X-Rebirth 3.1 Stellare Outpost und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge. Bis dann!